Letztes Jahr hatte ich euch in einem Video das Autobright Ceramic Ultra Spray Wax vorgestellt, hatte es getestet und bin zum Fazit gekommen, dass es leider den Erwartungen, die durch die Versprechen des Herstellers selbst geweckt werden, nicht ganz entsprechen konnte. Jetzt stehe ich mit dem Markeninhaber, dem Mark von Autobright, doch in regen Austausch ab und zu und gebt ihnen auch Feedback zu ihren Produkten, weil sie sehen zwar die Videos, aber sie können nicht Deutsch, deswegen übersetze ich es dann in kurzer Form meistens noch ins Englische. Und der Marc hat gesagt, das ist seltsam, weil eigentlich kennen sie es anders von ihrem eigenen Produkt. Marc hat aber dann so reagiert, wie ich es mir eigentlich von einem Hersteller oder von einer Marke eigentlich immer erhoffe. Weil wir machen ja diese Videos und wenn diese Produkte halt schlecht abschneiden, wir machen das ja nicht absichtlich, um dem Hersteller zu schaden, sondern wir machen das, um euch Konsumenten zu schützen, damit ihr nicht losrennt und solche Produkte auf Basis von Versprechen kauft, die nicht gehalten werden. Und da würde ich auch sagen, wir machen das eigentlich, um dem Hersteller zu helfen, seine Produkte besser zu machen und weiterzuentwickeln. Marc ist dann hingegangen und hat gesagt, er überprüft mal ein paar Sachen. Und da ist dann tatsächlich rausgekommen, dass es hier eine fehlerhafte Charge gab, weil ein Inhaltsstoff hier drin war, der defekt war, der nicht das gemacht hat, was er eigentlich hätte machen sollen. Das ist doch mal eine coole Reaktion von dem Hersteller und vor allem, jetzt ist er noch einen Schritt weiter gegangen, sie haben das dann aktiv weiterentwickelt auf Basis meines Videos. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Marc hat mir hier eine Flasche geschickt mit einer Handschrift drauf, Ultra Spraywax V2. Das heißt, ich habe hier die weiterentwickelte Variante und Marc hat mich gefragt, ob ich denn bereit wäre, das Produkt nochmal zu testen. Und ich habe gesagt, ja, aber dann machen wir doch gleich wieder ein Video draus. Das heißt, ich werde jetzt einfach diesen Test nochmal wiederholen. Wir werden beide Produkte nochmal auf der gleichen Oberfläche bei mir auf dem Mini auftragen und schauen, ob jetzt mit dieser Variante 2 die Versprechen gehalten werden. Ich habe jetzt also hier beide Produkte. Wenn ihr nochmal die Details zum Ceramic Ultra Spray Wax wissen wollt, schaut euch das erste Video gerne nochmal an. Dort habe ich alles über Preis, Produktversprechen und so weiter erzählt. Das brauche ich jetzt hier nicht wiederholen, denn es geht in diesem Video darum, ob jetzt tatsächlich etwas verbessert wurde mit dieser V2. Von dem her werde ich die jetzt direkt nebeneinander auftragen und dann schauen wir einfach mal, ob das jetzt tatsächlich auch besser funktioniert. Schütteln gilt immer für solche Produkte. Gut, Sprühkopf ist eingeschaltet, funktioniert. So, und wir verteilen es. So, der Auftrag war ja schon im ersten Video nicht das Problem. Das ließ sich eben sehr, sehr gut verarbeiten. Ich gehe nochmal drüber, dass auch wirklich genug drauf ist. So, frische Tuchseite nachpolieren und auch jetzt noch geht das extrem gut, einfach, schnell und wunderbar. So, dann haben wir das erledigt und jetzt bin ich gespannt, ob sich daran an der V2 irgendwas geändert hat. Bin jetzt wirklich gespannt, weil es, ich habe es vorher schon gesagt, es ist nicht üblich, dass ein Hersteller hingeht und sagt, ja, wir schreien den YouTuber, der gezeigt hat, dass unser Produkt funktioniert, nicht einfach an und sagen, er ist ein Idiot, sondern wir schauen wirklich nach, ob mit unserem Produkt tatsächlich was nicht stimmt. Und das war ja der Fall. So, verteilt. Ja, es fühlt sich leicht anders an beim Verteilen, muss ich jetzt sagen. Oh, das ist jetzt spannend. Es fühlt sich auch glatter an. Moment, das muss ich jetzt... Ja, es fühlt sich glatter an. Definitiv. Also ich würde jetzt schon nicht sagen, dass das identische Produkte sind. Nicht, nein. Ha, das ist mega interessant. Ja, definitiv. Es ist glatter. Ah, da bin ich jetzt gespannt, ob wir da nachher in der Performance einen Unterschied merken. Gut, ist soweit aufgetragen. Ich werde jetzt einen ganzen Tag warten und dann machen wir weiter. So, wie ich euch immer wieder sage, und wahrscheinlich nervt es euch schon, dass ich es immer wieder sage, aber es ist halt so wichtig, ohne ein Referenzprodukt ist ein Test kein Test. Deswegen werde ich jetzt hier das ADBL Synthetic Spray Wax
auf dieser Fläche verarbeiten. Das Produkt kennt ihr ja schon zur Genüge. Das hatten wir in so vielen Videos drin, auch immer und immer wieder als Referenzprodukt, weil es halt aus unserer Erfahrung extrem hydrophob ist, weil es extrem haltbar ist und weil es dadurch halt aufzeigt, was an Hydrophobie und was an Haltbarkeit möglich ist. Was es nicht kann und was es nicht erzeugt, ist eine Lackglätte, das wissen wir, nur eine minimale Steigerung. Was es definitiv kann, ist eine Farbauffrischung zu erzeugen. Dahingehend wird ihm oft unterstellt, dass es das eben nicht kann. Da bin ich ganz klar anderer Meinung, das haben auch schon andere Tests gezeigt. Und von dem her seht ihr auch das ADBL Synthetic Spray Wax ist von der Verarbeitung absolut kein Problem. Gut! Dann sind wir soweit fertig. Eine Ewigkeit später. So, bei dieser tiefstehenden Sonne sieht man den Farbauffrischungseffekt relativ gut. Und zwar haben wir genau hier die Klebekante. Und ihr seht, links ist die neue Formulierung vom AutoBright Ceramic Wax drauf. Rechts ist das ADBL Synthetic Spray Wax drauf. Das ADBL hat eine leichte Abdunkelung erzeugt, aber das AutoBright dunkelt mehr ab. Definitiv kann man so sagen, muss man auch so sagen. Und zwar egal, ob die neue oder die alte Formulierung. Aber wenn man jetzt ein paar Schritte zurückgeht und das aus verschiedenen Winkeln betrachtet, dann sieht man keine Klebekanten, man sieht keine Unterschiede. Und das ist das, was wir euch immer wieder sagen. Der Glanz kommt von einem gut gepflegten, sauberen und nicht lackierten, sondern polierten Lack. Und diese Produkte sind allerhöchstens noch das Tüpfelchen auf dem i. Aber so habt ihr jetzt einen guten Eindruck, was die Produkte zu leisten imstande sind. Gut, alle Produkte, die hier drauf sind, hatten jetzt einen ganzen Tag lang Zeit, um komplett auszureagieren und abzulüften. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, ob jetzt das neue AutoBright Ultra Ceramic Spray Wax wirklich besser funktioniert. Wir fangen mal mit einem schwachen Wasserstrahl an, hier auf der Seite von der alten, von der kaputten Formel. Und wir sehen, grundsätzlich perlt das gut ab, aber das war ja nicht das Problem von der alten oder kaputten Formel, sondern eher die Beständigkeit. Und jetzt schauen wir mal, da ist schon die Klebekante, schaut mal. Die ist also klar ersichtlich und das Neue, ja, lasst mich mal schauen. Boah, das ist jetzt echt schwierig zu sagen. Moment, ich hole euch mal näher ran. Sagt ihr mal, was ihr findet. Ich finde, da sehe ich jetzt, ich sehe keinen Unterschied. Die sind für mich identisch. Die Tropfen sehen gleich aus. Das Ablauf- und Abperlverhalten sieht gleich aus. Wir haben auf beiden noch Tropfen auf den Ablaufbahnen. Also bis hierhin identisch. Aber wir haben ja nicht ohne Grund hier drüben, genau, da ist wieder die Klebekante. Wir haben ja nicht ohne Grund das ADBL Synthetic Spray Wax noch drauf. Ja, und das ist ein deutlicher Unterschied. Schaut mal. Das perlt einfach nochmal besser. Weil hier bildet sich eine Wasserlache, wenn ich drauf sprühe, und hier eben nicht. Hier bilden sich sofort Tropfen. Gut, wir gehen mal mit mehr Wasser drüber. So, ihr seht, beim ADBL, egal wie ich drauf halte, da entsteht keine Wasserlache. Das ist das, wie wir es kennen und lieben vom ADBL. Und dann schauen wir jetzt mal hier beim AutoBright das an. Ja, alte Formulierung. Gut, richtig, richtig gut. Die Ablaufbahnen der Tropfen sind nicht ganz perfekt trocken, aber grundsätzlich gut. Und die neue, das Update. Ja, ich finde es nach wie vor schwierig, ehrlich gesagt, hier einen Unterschied rauszusehen. Ja, ich finde es bis hierhin identisch. Aber das ist ja gut. Das heißt, an den grundsätzlichen Eigenschaften hat sich jetzt mit der überarbeiteten Version nichts geändert. Das ist ja gut, bis hierhin. Bis auf das, dass die neue glatter sich angefühlt hat. Das Entscheidende ist ja jetzt eigentlich die Frage, ob es denn jetzt den Waschzyklen besser standhält, weil wir wissen ja, dass ein einziger Waschdurchgang bei der alten schon gereicht hat,
um sie drastisch zu verschlechtern. Und deswegen waschen wir jetzt auch live hier über die Flächen drüber. Ich habe einen Waschhandschuh. Den haben wir ordentlich benetzt. Dann habe ich hier die Sonax Foam Invasion, also einen pH-neutralen Snow Foam bzw. ein Shampoo, mache ich mit dem Schaumsprüher, damit ich jedes Mal vor dem neuen Waschdurchgang nochmal über die Fläche drüber kann. Ja, Moment, das ist zu wenig aufgepumpt. Ja, jetzt gut. Ich verteile mir ein bisschen was an Shampoo. So, und jetzt kann ich nämlich hier drüber waschen. Ich bin jetzt wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Oh, mein Geruchssinn kommt langsam aber sicher zurück. Ich nehme den Duft von der Foam Invasion jetzt besser wahr. Sehr schön. Es wird langsam mit mir. Wird ja auch Zeit. Das ist jetzt mittlerweile 9 Monate, wo das schon so geht. Sehr gut. Wir spülen ab. Schau mal, was jetzt passiert ist. Gut, das ADBL hat es null interessiert. Die alte Formulierung ist schon wieder hier deutlich angegriffen. Und die neue? Weniger, aber hier oben haben wir trotzdem eine Stelle, wo es schon wieder eine Wasserlache zurückbleibt. Aber ja, bis hierhin scheint die überarbeitete Formulierung ein bisschen, klitzekleines bisschen besser durchzuhalten. Wir gehen nochmal drüber und schauen an, wie sich das Ganze weiter verhält beim Waschen. Ich schaue auch, dass ich bei allen Flächen ungefähr gleich oft drüber gehe. Ich achte darauf, dass ich keinen Druck auf den Waschhandschuh gebe, dass die Bedingungen absolut identisch sind. Ihr seht aber den Unterschied, beim ADBL beginnt der Shampoo-Film aufzureißen. Das macht keine der beiden Formulierungen hier. So, wir spülen wieder ab. Ja. Und jetzt ist die hier, die alte, ist deutlich angegriffen. Schaut mal. Das Abperlverhalten ist fast komplett weg. So, wie sieht es bei der neuen aus? Ja! Ja, es hält besser durch. Tatsächlich. Nicht, also einmal mehr, nicht so gut wie das ADBL. Weil schaut mal, das interessiert das ADBL null. Und hier oben sind wir immer noch so, dass ich sage, da ist angegriffen. Aber deutlich besser als da drüben. Sehr interessant. Wir machen mal weiter. Ja, und jetzt ist es hier so, dass ich sage, das ist weg, nach der dritten Wäsche. Stellenweise scheint es noch ein bisschen da zu sein, aber das ist so eine Wasserlache, dass ich hier sage, das müssten wir neu auftragen. Und ihr seht, da drüben ist es noch da. Immer noch nicht so gut. Immer noch nicht so gut wie das ADBL. Ganz klares Nein, aber die neue Formulierung ist tatsächlich besser. Also insgesamt ist doch das echt mal eine positive Geschichte. Wir haben in dem Video gezeigt, dass ein Produkt schlecht funktioniert. Und der Hersteller ist dann nicht hingegangen und hat gesagt, ihr seid Idioten, ich verklag euch, ihr habt Fehler gemacht oder irgendwas sich aus dem Finger gesaugt, sondern der Hersteller ist hingegangen und hat gesucht und hat tatsächlich einen Fehler gefunden. Und dieser Fehler, haben wir gesehen, wurde jetzt korrigiert, indem jetzt die überarbeitete Version tatsächlich besser funktioniert als die alte. Ganz klares Ergebnis. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch kein neuer Favorit.
Es ist ein Sprühwachs, was ich im Mittelfeld bei vielen, vielen anderen Sprühwachsen auch einordnen würde. Es funktioniert vom Abtrag, jetzt die neue Variante, deutlich besser. Es erzeugt eine schöne Lackglätte. Das Abperlverhalten ist gut, aber nicht überragend. Und die Standzeit müssten wir jetzt natürlich untersuchen. Rein von den Waschzyklen würde ich sagen, die ist okay, aber auch nicht überragend. Es kommt nicht ans ADBL Synthetic Sprayworx ran. Und wenn ich jetzt mal die Quervergleiche zu anderen Produkten ziehe, es kommt auch nicht an eine Sonax Ceramic Sprayversiegelung ran. Es kommt auch nicht an ein Dr. Wack A1 High-End Sprayworx ran. Also es ist irgendwo im Mittelfeld einzuordnen. Aber das ist ja schon mal massiv besser als im ersten Video. Und von dem her kann ich das Fazit aus dem ersten Video jetzt widerrufen und sagen, es ist ein brauchbares Produkt, wenn euch Lackglätte wichtig ist. Da funktioniert es besser als das ADBL Synthetic Sprayworx oder auch die Sonax Ceramic Sprayversiegelung beispielsweise. Ich werde auch dieses Video unter dem ersten Video im obersten angepinnten Kommentar verlinken, damit das alle möglichst sehen. Und dann können wir das Ganze jetzt so stehen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus!